Sohn der Bindungsung. Krass, dass das mit dem Training, mit dem Super so gut ist. Aber Freundschaftslevel. Den muss man anders abschließen, wie es aussieht. Jesus, wie viele Meister! Okay, Krillin habe ich abgeschlossen. Okay, ich wollte noch zu Rui Kaishen. Willkommen auf der Soldatenakademie. Hier kannst du die Grundkenntnisse des Kampfes durch Herausforderungs-Quests von Rui Kaishen erlernen. Du kannst auch Fortschrittstests machen, um eine höhere Trainingsstufe zu erreichen. Die anwesenden Kämpfer sind Ausbilder, die dir verschiedene Techniken beibringen können. Es gibt auch noch andere Ausbilder in Quantum City. Du solltest sie suchen und von ihnen lernen. Du kannst deine Trainingsstufe erhöhen, indem du Quests abschließt und Trainingseinheiten sammelst. Sobald du weit genug fortgeschritten bist, kannst du Fortschrittstests absolvieren. Wenn du diese Tests bestehst, ändert sich deine Klasse, wodurch der Lehrer neue Fähigkeiten erhalten kann. Keine Woche. Für euch Zeitsoldaten habe ich keine Mühe gescheut. Lerne von deinem Ausbilder und sei dankbar, da sie dir einiges an Wissen vermitteln kann. Du musst stärker und stärker werden. Nutze die Akademie und verbessere deine Fähigkeiten. So, was machst du jetzt mit mir? Oh, du bist schon in der mittleren Klasse, oder? Also, wer ist dafür nochmal zuständig? Ah, anscheinend ist der Großteil der Ausbilder Legends. Von harten Nüssen bis hin zu Kindern. Sie sind alle äußerst fähig. Du kannst eine Menge von ihnen lernen. Allerdings kann es manchmal auch ein bisschen rau zugehen. Wie wäre es, einige der älteren Kurse erneut zu absolvieren? Warum hast du noch keinen Ausbilder gefunden? Das ist etwas, darfst du nicht schüchtern sein. Gut, ich rufe einen Ausbilder für dich her. Also, was möchtest du nochmal durchgehen? Das ist Training, oder? Oh, sie lebt? Wow, wow, wow. Damit befasse ich mich später. Schön, dich zu sehen. Und wie war es in der Akademie mit dem Parallelfest? Du kannst sie nutzen, um stärker zu werden. Ich freue mich schon, dir zuzusehen, wie du dich zu einem mächtigen Krieger entwickelst. Szenen aus Quest kannst du in Kostüme, Objekte und Zubehör ausgeben. Außerdem kannst du im Mischladen bestimmte Objekte mit deiner Akademie neu zu erschaffen. Mit Raumzeitzustellung, Objekten von Spielern oder aus Events erhalten oder den ZP-Medaillenladen in den Besuch abstatten, die nur an bestimmten Wochentagen geöffnet wird. Xur? Bist du das? Nee, jetzt ernsthaft, ist das wie Xur oder was? Super Seele
ist ein ausrüstbares Objekt, dessen Effekte aktiviert werden, wenn kampfbestimmte Voraussetzungen geprüft werden. Du kannst diese Voraussetzungen beim Ausrüstungswechsel oder durch den einen Blick in deine Tasche überprüfen. Super sehen kannst du in Objekte und ZP-Medaillenleben kaufen. Den Abschluss von Quests erhalten oder indem du Objekte nicht schlagen musst. Manche Super Saiyan verändern deinen Ki-Explosionstyp. Ki-Explosionstyp bezieht sich auf die aufgeladene Ki-Explosion, die du durch Halten und Loslassen von Kreis auslöst. Stark? Schnell, stark, kann ich zurückgeworfen werden. Großes Ausmaß an. Interessant. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Es tut mir leid, aber... So, ich glaube, wir müssen wieder das mal Zeitpatrouille machen. Ich gucke mal, ob sie wieder mal ein Schuss gibt. Fähigkeiten können wir nicht genug bekommen, Leute. Und ich glaube, ich gucke, ob es mir noch was gibt. Friend. Denn es gibt bestimmt neue Cookies. Wir haben hier nur einen gemacht. Ich weiß nicht, ob das Level der Charakter ist. Nee, ich glaube, pro Charakter ist das wieder neu. Wo sind die Bikus nochmal? Geistesweep können wir bekommen. Der mag ich gar nicht. Wir wollen das gar nicht. Machen wir das doch. Oh, Jinju Jun können wir bekommen. Wann bekommen wir einen Saiyajin? Dann machen wir das jetzt mal. Und ich spiele mal Trunks. Genau, wir haben die Pikus und halt Charaktere von. I'll protect the future. Zu testen. Have you said your prayers? Hey, it's me, Goku. So, die Computer können natürlich unseren Charakter nicht nutzen. Finde ich irgendwie interessant. That's right. You're my only brother. I had hoped you would understand. But do you Kakarot? I understand you're a creep who's bent on destroying Earth. And that's why I'm gonna stop you. You have no idea who you are. But once you do, you'll regret this. Prepare to face the might of the Saiyan race! Even though I'm in a lot of trouble right now, this is still a whole lot of fun for me! Would you dare defy your own brother? I'm not Kakarot! My name is Goku! Vegeta! You'll soon regret underestimating me! Then hurry up and come at me. No need to hold back. It seems my power wasn't needed. Hear
Jesus! Okay, ich bin eindeutig momentan zu stark. Aber ich habe die Attacke nicht bekommen. Das ist wieder so eine... Aber ich glaube, wir müssen nicht oft spielen, um die Attacke zu bekommen. Spaß gemacht mit Trunks zu spielen. Das ist auf jeden Fall der Trunks aus der Black Park. Sonst könnte er nicht Super Saiyan 2 werden. Das heißt, es gibt noch einen Trunks aus der Cyborg Park. Greetings. Tatsache. Momentan ist der interessanteste Charakter, den ich habe, hier Trunks. I'll protect the future. Let's do this! I'll crush them! Weltkampfteam. Wir sind gern schick für die Linie und Tension an. I'll show you my Wolf Fang fist! Right then, not gonna be holding back! Are you ready? Here I go! That was close! I thought I was done for! This kind of reminds me of the old days, training under Master Roshi. Good time! Yep, so you're light years ahead of me by now. But hey, I'm having fun doing my own thing! I'm not going down! I'm used to this! This kind of pressure! Is this the end? Damn it! Not bad. But not for much longer. Mr. Piccolo, leave the rest to me, okay? Don't get cocky. Just stay close to me. That was close. A child of a Saiyan and an Earthling is strong. Show me! Not bad, but the battle has just begun. Come on, Gohan! Give me all you've got! Yeah. Okay, you got it, Dad! Stand down! Stand down! No. How could I? Gohan! Mr. Piccolo! Oh, Gohan ist auch so gegangen, aber ich habe nicht Go gemacht. So. Hab ich? Nein. Natürlich nicht! An extra special class is about to begin. I better not catch you playing hooky. Greetings. This is the way that you will come. Greetings. Na 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 na.
sorry, ich bin jetzt neugierig. Was ist das denn jetzt? Ich glaube, es gibt Geräte, die bestimmt leichter zu steuern sind. Das hier ist eine Katastrophe. Darling. Weißt du, wie ich da hinkomme? Inzwischen eine ganz neue Stufe. Ich bin sicher mächtig genug, um meinen dreifachen Strahlangriff zu meistern. Wenn du diese Technik erlernen willst, bringe ich sie dir bei. Das ist für mich auch gut, ein gutes Training. Wenn du den Willen hast, zeige ich dir den Weg. Na schön, warum bist du hier? Teach me, Senpai. Großartig, sag mir, was du trainieren willst. Wir können auch alte Lektionen wiederholen. Ich finde das cool. Aber natürlich will ich den Freundschaftslevel von den Charakteren hochpushen und ich denke mal, ich werde mich für Piccolo erstmal entscheiden. Sammle Key bei der Aktivierung. Feuert einen Dreifachstrahl ab, wenn du die Taste neu drückst. Je mehr Key du sammelst, desto stärker der Dreifachstrahl. Aber wenn du zu viel Key einsetzt, bist du nach dem Angriff erschöpft und... This time it'll be 3-on-1. Don't lose focus, even for a moment. No! No pulling punches. Got that? Run! You never change, man. Get him up. You think Bond to get bored of you? You need to learn some discipline. Lame! Hey, go ahead and give him all you've got. Oh, come on. Come on! Take it easy, would you? Okay. Komm, du stehst da so schön. Hä? Charging!
two weren't exactly on the ball, but you still did pretty good. Okay. Wenn du das sagst, der Dreifachstrahl. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe den nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall habe ich den nicht so oft eingesetzt, wie ich sollte. Perfekt ein. Der dreifache Strahl ist ein riskanter Move. Deine Deckung ist offen und er kann explodieren, wenn du nicht zu stark aufhebst. Aber die Vorteile sind größer als die Nachteile. Du wirst ihn gut nutzen. Probiere den Move im Kampf aus. Wenn du instinktiv weißt, wann du ihn einsetzen musst, komm für weiteres Training zu mir. Hi! Okay, für die dritte Lektion muss ich also doch noch mal warten.